Damen und Herren, ich finde das schön, dass Sie zu unserem Panel gekommen sind und dass Sie an einer Diskussion teilnehmen werden mit hochinteressanten Gästen, die wir eingeladen haben und die auch zugesagt haben und heute dabei sind. Das sind Profis. Das gilt für Monika Kösters, das gilt für den Kollegen Burkus, das gilt für Klaus Strunz und das gilt auch für den Kollegen Weichert. Alle werden noch etwas zu ihrer Person kurz sagen, aber dann auch vor allen Dingen etwas sagen zu dem Gesamtthema, das Sie da oben an der Wand festgehalten wissen, Zukunft des Qualitätsjournalismus, Markenzeichen oder leere Hülle. Wir erwarten uns von 4 ganz eigenständigen Persönlichkeiten unserer Republik, die im Bereich des Journalismus zu Hause sind und der Medienpolitik zu Hause sind, auch eine ganz eigenständige Wortmeldung. Deshalb sind sie ja ausgesucht worden, weil sie etwas Besonderes immer auch in ihrer Argumentation mitgemacht haben, das sie von anderen unterscheidet. Also, sie haben es mit interessanten Persönlichkeiten zu tun. Aber die 4, die hier sitzen, auch mit Ihnen. Auch Sie gehören zu denen, die aufgrund Ihres Interesses, Ihrer Nachfragen, etwas gewissermaßen zu diesem Thema mit dazu nehmen wollen. Und der eine oder andere hat wahrscheinlich auch besondere Erwartungen an dieses Panel. Wenn ich Sie so ganz streng angucke, mit welchen Erwartungen sind Sie heute hier? Privatradiosender hier in Berlin. Und Herr Börnsen, ich habe mich für Ihr Panel entschieden, nachdem ich hier die Einleitung gelesen habe. Das klang mir so, dass wir hier heute nicht einfach in das übliche Jammern kommen. Früher war Journalismus so schön und früher mussten alle zuhören, was wir gesagt haben, sondern dass wir hier offen darüber reden können. Und das interessiert mich auch, wie die Kombination von professionellem Journalismus althergebrachter Art mit den neuen medialen Möglichkeiten der Meinungsäußerung kombiniert werden kann. Dankeschön, das hörte sich fast so an, als hätte ich ihn vorher gefragt, ob er schon bestimmte Erwartungen hat. Aber wehe, natürlich habe ich das getan. Aber es gibt noch mehr, die bereit sind, über ihre Erwartungen zu sprechen. Sie ganz bestimmt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Meine Erwartungen für heute sind vor allen Dingen in Richtung Migrationshintergrund gepolt. Mag man vielleicht denken, wenn man mich auch sieht, ja. Ich habe mich immer gefragt, wie schafft ein Land wie Deutschland, wie schafft es, mit 19% Migrationshintergrund zu leben und nur 2% Migrationshintergrund zu zeigen? Ich glaube, es wäre, glaube ich, mal an der Zeit, das vielleicht zu verbessern, zu verändern, das vielleicht auch als Chance zu sehen. Wir haben jetzt im Moment gerade sehr viel Krieg in Nordafrika. Und da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, Menschen mit Migrationshintergrund auch einzusetzen. Vielleicht als Brückenbauer, vielleicht auch als Leute, die, ja, die besondere Fähigkeiten haben, vielleicht auch mit den Menschen dort anders in Kontakt zu kommen, als wenn ich da als große, blonde Frau hineinlaufe. Solche Dinge beschäftigen mich gerade. Also. Herzlichen Dank. Einige machen auch schon sich Notizen. Wir haben sicher noch weitere, die über ihre Erwartungen heute an dieses Panel etwas sagen würden. Sind Sie bereit? Immer. Also Peter Jung, mein Name. Wir sind nur aus alter Verbundenheit zu Herrn Börnsen hier, weil wir letztes Mal auch in dem Panel von ihm waren. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Nein, wir haben eine Produktionsagentur in Düsseldorf, Köln, Stuttgart, haben sehr, sehr viel mit Themen aus dem Journalismus, in dem Journalismus zu tun und wir haben seit anderthalb Jahren eine Social-Media-Abteilung, die ganz, ganz schnell arbeitet, aber wir stellen halt immer mehr fest, dass die Qualität leidet, weil nur noch gepostet wird. Es ist nur noch Copy and Paste überall. Es werden Links, Querlinks gegeben, es werden Aufschreie teilweise kundgetan, die ohne Recherche einfach nur weiter gepostet werden, wie es so schön heißt. Und das ist ein unheimlich anstrengendes Thema. Man kann sich kaum noch zur Wehr setzen dagegen. Und wir betreuen sehr, sehr große Kunden aus der Industrie. Und denen macht das ganze Leben, macht es das Leben nicht leichter mit diesem ganzen Social Media Web, was wir haben. Und es ist halt nicht alles immer nur richtig, was dort da steht. Und das ist eins der Punkte. Eigentlich würde ich gerne alle 3 Panels mitmachen, aber es geht ja nicht. Aber ich komme nächstes Mal wieder zu Ihnen, Herr Börnsen. Dann möchten wir Sie nicht enttäuschen.
Möchte jemand noch mehr etwas sagen zu seiner Motivation, heute dabei zu sein? Da guckt jemand so ganz, ganz interessiert. Sie sind die Erste und nach Ihnen kommt ein Zweiter. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Verena Mummert. Ich arbeite im Deutschen Bundestag für einen Abgeordneten. Und mich interessiert natürlich, wir hatten lange Zeit schon die Diskussion über Phoenix, ob wir einen eigenen Politsender brauchen, einen, der die Bundestagsdebatten überträgt. Wie groß ist das Interesse in der Bevölkerung, was die Politik anbetrifft? Und wie kann man das am besten medientauglich, aber auch publikumswirksam transportieren? Gut, der Strauß wird immer bunter. Wir kommen zu einer weiteren Wortmeldung und dann gehen wir zurück zum Podium. Ich stehe mal auf, weil ich an der hinteren Reihe bin. Mein Name ist Matthias Barner. Ich bin nicht nur deswegen hier, weil ich mal auf der gleichen Etage hier gearbeitet habe. Also ein Back to the Roots. Seit einem Jahr leite ich das Medienprogramm Südosteuropa für die Konrad-Adenauer-Stiftung und ich führe genau solche Formate auch durch, aber eben nicht in Berlin, dann in Belgrad oder in Sofia oder in Bukarest. Und für mich geht es einfach darum, zu schauen, was kann ich hier an Impulsen mitnehmen, weil das Problem oder die Problematik des Qualitätsjournalismus ist einer der ganz großen Probleme dort in der Region. Also mir geht es darum, was kann ich hier mitnehmen oder gibt es vielleicht Dinge, die ich dort aus meiner Region hier nach Deutschland hineintragen kann. Danke. Also für die Teilnehmer auf dem Podium bedeutet das, ihre Aussagen werden internationalisiert heute. Wir kommen zu einer letzten Wortmeldung. Schön, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, mein Name ist Jens Micho. Eine ganz einfache Herangehensweise an dieses Panel. Für mich die Frage, wer zählt sich zum Qualitätsjournalismus und welche Anforderungen stellen Sie an das Markenzeichen beziehungsweise was bleibt dann für die leere Hülle übrig? Danke. Danke. Die Chefin von Vision Kino, Sarah Duwe, habe ich auch vorher gefragt, na Sarah, bist du bereit? Hat sie gesagt, nein, ich möchte mir das erstmal anhören. Bei dir geht der Kelch vorbei. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir haben dieses Thema mit voller Absicht von Seiten der Organisatoren eingebracht, weil die CDU-CSU-Bundestagsfraktion seit über einem Jahr sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt. Wir stellen fest, dass wir eine Tendenz bekommen in der Bundesrepublik, die immer mehr zur Skandalisierung von bestimmten Meldungen führt, zur Verflachung auch dabei und dass die soziale Lage vieler Journalisten immer schwieriger wird. Die Anzahl der hauptberuflichen Journalisten geht deutlich zurück, in den letzten 3 Jahren um fast 20%. Die Anzahl stellungloser Journalisten wird mehr, 5.000 insgesamt, die zurzeit keine Arbeit haben. Und die Anzahl der Lesereporter steigt ganz gewaltig. Und das sind nur einige so wenige Tendenzen, die wir feststellen, wobei für uns eins gilt, ob es nun Klaus Strunz ist oder Peter Buttgast oder wer überall. Wir haben in Deutschland exzellente Journalisten. Wir haben eine tolle Medienvielfalt. Wir haben engagierte Journalisten und Journalistinnen und Journalisten. Aber wir haben im zunehmend eben auch eine Veränderung der Medien, nicht nur der Vielfalt, sondern auch der Mediennutzung. Die Digitalisierung spielt eine große Rolle, aber sie ist nicht allein verantwortlich dafür. Was wir gerne möchten ist, dass Journalisten ihre Unabhängigkeit weiterhin sichern, dass sie in ihrem Beruf gestärkt werden. Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass man den Beruf des Journalisten auch gesetzlich schützt. Der Redakteur ist geschützt, der Journalist ist es nicht. Jeder von Ihnen kann Journalist sein und das von sich behaupten. Ob es nicht eine Möglichkeit ist, dann insgesamt diesen Beruf stärker noch zu schützen und zu qualifizieren. Für uns gilt, und damit würde ich gerne dann weitergeben an Sie, über 60 Jahre stabile und lebendige Demokratie in Deutschland ist auch abhängig gewesen von großartigen Frauen und Männern, die als Journalisten bei uns gearbeitet haben oder jetzt im Augenblick weiterhin tätig sind. Sie stärkten mit ihrer Arbeit ganz entscheidend mit unserer Demokratie. Und das wollen wir gerne auch für die Zukunft gesichert wissen.
Was ist für Sie, die Sie hier am Podium sind, Qualitätsjournalismus? Den Wissenschaftler, den fragen wir zuerst. Er hat im Vorgespräch gesagt, fangen wir nicht damit wieder an mit der Definition. Wir fragen ihn trotzdem. Der Wissenschaftler beginnt. Ja, ich habe es befürchtet. Hallo, mein Name ist Stefan Weichert. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen vorher, was so der Konsens ist eigentlich so in der Kommunikationswissenschaft oder auch in der Journalismusforschung, was Qualität eigentlich bedeutet. Denn ich glaube, es ist inzwischen ein sehr verwässerter, diffuser Begriff, der mal hier und da verwendet wird. Bei vielen gilt als Kampfbegriff der Verleger, weil die damit ausdrücken wollen, nur gedruckt gibt es guten Journalismus. Wir haben es eben nochmal gehört, zur Durchsetzung des Leistungsschutzrechts und so weiter. Da gibt es wieder andere, wie den Kollegen Brandl von der Süddeutschen Zeitung, der das eine Tautologie nennt. Also Qualitätsjournalismus ist sozusagen eine Doppelung oder ein Pleonasmus. Der weiße Schimmel, also Journalismus ist, wenn er professionell ist, eigentlich immer qualitativ beschaffen in irgendeiner Weise, denn nichts anderes heißt Qualität, es geht um die Beschaffenheit. Und um die zu messen, muss man sich Kriterien überlegen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Branche, also wir im Journalismus und die Ausbilder haben versucht, verschiedene Kriterien zu finden. Es gibt zum einen, das pflegen wir Forscher häufig zu machen, Inhaltsanalysen zum Beispiel. Das heißt, ich versuche Qualität zu messen. Ich versuche mir anzuschauen, ist das Hamburger Abendblatt aktuell? Ist das, was der SWR macht, relevant? Also das kann man sehr genau messen anhand von Kriterien und wissenschaftlichen Verfahren. Aber das ist längst noch nicht alles, was aus meiner Sicht Qualität ausmacht. Es gibt eine Tendenz auch unter Verlegern, öffentlich-rechtlich immer mehr leider, die auch sozusagen die Publikumsgunst als Qualitätsmerkmal heranziehen. Also das, was gute Quote und Auflage bringt und was in den Augen der Zuschauer und Leser als qualitativ wertig gilt, wird als Qualität sozusagen auch angesehen. Das ist die zweite Sichtweise. Es gibt nur vier, also ich versuche es kurz zu machen. Die dritte, da spreche ich sozusagen auch als ehemaliges Mitglied der Grimme-Jury, wo ich ein paar Jahre drin war, ist die Qualität anhand von Expertenurteilen zu messen. Sie nehmen, also stellen Sie sich das vor, beim Grimme-Preis sitzt man da eine Woche lang in Mahl zusammen. Man kriegt auch wirklich so eine Art von Koller in dieser schrecklichen Stadt. Und man kann sich auf nichts anderes konzentrieren, als Fernsehen zu schauen mit anderen Experten, also Medienkritikern, anderen Professoren, aber auch also relativ renommierten Journalisten, die sich schon lange mit dem Thema befassen. Also auch dies, eine Form, also Medienpreise zu vergeben, ist eine Form von Qualitätsmessung. Und dann gibt es noch ein viertes Merkmal zur Messung von Qualität, und das sind sozusagen Indikatoren, die von außen herangetragen werden, wo sie gar nicht auf den Output gucken, was kommt hinten raus, sondern wo sie sich anschauen, was gebe ich eigentlich rein. Also wenn sie sagen, wie Herr Strunz jetzt als noch Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, ich gebe viel Geld in meine Redaktion, mache ein hohes Redaktionsbudget, oder Herr Butkus sagt, ich bin ganz stolz auf meine vielen Korrespondenten, haben Sie sozusagen hier Zahlen und Material und Personal, was da reingesteckt wird, und man geht dann davon aus, dass was hinten rauskommt, muss irgendwie qualitativ hochwertig sein. Also das sind so die vier Kriterien, die quasi die Wissenschaft als Qualitätsmerkmale oder Messmerkmale nennen kann. Das ist ja schön. Herzlichen Dank, Stefan Weichert. Nun haben wir auch alle ein bestimmtes Kriteriengerüst von Ihnen bekommen. Und ich möchte auf den Hamburger noch kurz eingehen. Er hat durch seine Publikation eigentlich somit die Grundlage geliefert für das, was uns heute zusammenführt. Zu seinen Büchern gehören Die Vorkämpfer, wie Journalisten über die Welt im Ausnahmezustand berichten, 2011 erschienen. Die Meinungsmacher, über die Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus. Man muss schon ganz schön respektlos sein, wenn man sich mit denen auseinandersetzt. Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert. Das sind alles so, ich finde, ganz tolle Fragestellungen und Titel, die im Grunde dazu beitragen, dass man noch hinter die Kulissen viel stärker guckt. Und zu seinen Büchern gehört auch Die Alpha-Journalisten, Deutschlands neue Wortführer im Porträt. Das ist nämlich für die Überleitung ganz gut gedacht, für Klaus Strunz, der jetzt von Hamburg nach Berlin übersiedeln wird.
Und Klaus Strunz hat auch eine bestimmte Vorstellung von Qualitätsjournalismus. Muss man auch haben als Chefredakteur, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt, fragt man ja nach, wie denken Sie eigentlich? Was sind Ihre Werte? Klaus Strunz hat das Wort. Erstmal vielen Dank für die freundliche Alpha-Journalisten-Vorrede. Ich finde dieses Kriteriengerüst eigentlich ganz nachvollziehbar und mache mir am meisten Sorgen über das zweite Kriterium, nämlich die Quote, die ja auch für Zeitungen gilt. Also ich will mal ein Instrument nennen, den sogenannten Reader Scan, der umstritten, aber auch beliebt ist. Der misst die Quote in der Zeitung, also was lesen die Leser wirklich? Und wenn man den zum Maßstab nehmen würde, jedenfalls den, den ich aus vielen Analysen kenne, hätten die meisten Zeitungen keinen Kulturteil mehr. Ja, also da lesen 1,5% oder 2% der Leute. Da würde man, wenn man sich das rein ökonomisch anschaut, würde man sagen, ist ja totaler Stuss. Also das darf bloß kein Anzeigenkunde erfahren. Wer da inseriert, ist verrückt, ja, weil kommt kaum ein Leser an. Also können wir uns den Kulturteil doch total sparen. Ich glaube also, dass wir aufpassen müssen als diejenigen, die für Printmedien stehen, dass wir uns nicht die Quotenproblematik des Fernsehens im Sinne des Fluchs ins Haus holen. Es gibt auch ein bisschen Segen. Ja? Es soll ja nicht arrogant klingen im Sinne von, wir schreiben da halt was und die Leute sollen es lesen, egal ob sie es interessant finden oder nicht. Also ich möchte nicht als arrogant verstanden werden. Ich möchte die Aufmerksamkeit bei der Qualitätsdiskussion auf etwas legen, was mich wirklich in meiner täglichen Arbeit sehr beschäftigt, auch in der Selbstreflexion sehr beschäftigt. Und das ist ein Vergleich mit klassischer Musik. Neulich habe ich mal gehört, dass ein Musiker, sagen wir mal ein Geiger oder ein Posaunist, der überhaupt nur mal in die Nähe kommen möchte, in einem professionellen Orchester zu spielen. Noch gar nicht mal auf deutschem Niveau, Europaniveau oder Weltniveau, sondern einfach in einem professionellen Orchester spielen will, zwischen 8.000 und 10.000 Stunden geübt haben muss, um überhaupt eine Chance zu haben, bei einem Vorspielen zu bestehen. Und ich frage mich doch auch in einer gewissen Art von Demut, wie lange haben eigentlich die Leute geübt, die bei mir schreiben dürfen? Und dieses treibt mich tatsächlich um, denn da gibt es ein gewisses Gap. Das hat viel mit Ausbildung, auch mit Fortbildung, das meine ich mit der Selbstreflexion zu tun, wo wir, glaube ich, besser werden müssen. Ich sage, füge hinzu, noch besser werden müssen, weil wir sind eigentlich schon ganz gut, so im Vergleich. Denn wenn ich mir überlege, dass in den Zeitungen die modernste Funktion des Journalismus, also Neudeutsch, die Around-Me-Funktion, also Lokalzeitungen, die über das berichten, was für die Leute in ihrer Umgebung wirklich von unmittelbarer Relevanz ist, oftmals in den Ressorts gemacht werden von Anfängern und Dagebliebenen. Ja, das ist eine klassische Problematik. Also die Anfänger, Sturm und Drang, aber eben noch nicht mal 1.000 Stunden, ja, in dem Beispiel. Und die Dagebliebenen, da gibt es eine absolute Eliteklasse, die immer für Qualität steht, die immer sich noch selber motiviert hat. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Kollegen, die haben vielleicht schon 25.000 Stunden und das hat sie auch ein bisschen eingrooven, würde man sagen, lassen in einer nicht immer nur positiven Routine. Dann mache ich mir tatsächlich über die Frage der Qualitätsstandards in einer Redaktion in der Zukunft Sorgen, wo es, und jetzt kommt im Grunde so eine Art These, die mich umtreibt, Mittelmaß gibt es künftig gratis. Das heißt, wenn Journalisten künftig mit ihrem Beruf noch Geld verdienen wollen, was übrigens gut ist, auch wenn sie es ihrem Verleger verdienen, weil das gibt ihnen die Freiheit. Ja, also für uns ist ja ökonomischer Erfolg, jedenfalls in unserem System, das noch nicht darauf abzielt, vom Staat alimentiert zu werden, ja, als Printmedium, dann wird es unabdingbar sein, dass wir uns mit allen Kräften, die es gibt, gegen das Mittelmaß stemmen. Denn das Mittelmaß gibt es jetzt überall. Und ganz ehrlich, ist so manches Leserreporter-Foto, das ich sehe, nicht viel schlechter als ein professionelles und hat noch den Vorteil, dass derjenige da war, wo wirklich was passiert ist und nicht da, wo gerade der Termin stattfand, den er in seinem Kalender hatte. Also das heißt, wir müssen raus aus dieser, und ich freue mich über eine dieser Erwartungshaltungen, dass man auf solchen Podien normalerweise immer bejammert, so in einem portugiesischen Fado-Stil, wie schön alles war und jetzt ist alles schlimm. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir unsere Qualitätsstandards entlang dieses Gerüst, das finde ich gar nicht so, wie soll ich sagen,
lebensabgewandt, das merkt man ja auch den Buchtiteln des Professor Weicherts an, dass er sich auszeichnet durch eine wirkliche Kenntnis der Praxis. Da entlang müssen wir uns hangeln. Das ist gar nicht so schwer, denn es ist klar, was wir liefern müssen. Die Frage ist, liefern wir es wirklich? Oder leisten wir uns sozusagen den großen Fauxpas in Medienunternehmen, dass wir aus Renditestreben die Investitionen in Aus- und Weiterbildung einfrieren. Das wäre sozusagen eine Schwierigkeit. Heißt also, ein Qualitätsproblem ist nicht ein von außen an die Medien herangetragenes, die blöden Leser lesen halt nicht mehr auf Papier, ja? Also, sondern ein selbstgemachtes. Wären die Zeitungen spannend genug, würden sie auch noch gelesen werden, sind sie ja, Gott sei Dank. Also ja, wir haben zwar verhältnismäßig starke Auflagenerosionen, aber wir haben, was Reichweiten angeht, im Prinzip noch einen sehr guten oder guten, jedenfalls befriedigenden Stand. Herzlichen Dank. Die energische Moderatorin taucht auf. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen jetzt, damit wir alle guten Eindruck machen. Abgesehen, es wird auch noch gefilmt. Jetzt, das ist ja, das macht doch nichts. Also das kann man gut haben. Herzlichen Dank, Klaus Strunz. Der nächste Gast, die nächste Persönlichkeit aus dem Bereich der Medien ist Peter Buttgast. Er hat mir deshalb besonders gut gefallen, weil er eine These vorgestellt hat, die vielleicht auch hier heute Abend eine Rolle spielen sollte. Er hat gesagt, mehr Ethik statt Skandalisierung in der Berichterstattung. Seine Überlegung, wenn sie richtig ist, sagt, die Journalisten, Klaus Strunz und andere, hätten die Deutungshoheit eigentlich verloren. Viele andere, bis hin zum Lesereporter, übernehmen jetzt gewissermaßen mit die Rolle der Journalisten. Welche Konsequenzen hat das, wenn das zutrifft? Und dann hat er etwas gesagt oder etwas geschrieben, was man sicher auch als Begründung für die Veränderung aufgreifen kann, dass das Schielen nach der Quote immer stärker auch zum Bruch von Tabus führt. Nur wenn ich Tabus breche, gewinne ich neue Leser, gewinne ich neue Zuschauer, gewinne ich neue Hörer. Und so treibt ein Medium das andere gewissermaßen immer stärker ins Extreme. Meine Frage an den Intendanten des Südwestrundfunks, machen Sie sich so viel Sorgen jetzt um die Entwicklung des Journalismus in Deutschland? Ich mache mir gelegentlich Sorgen und ich glaube, das gehört auch zu meinem Beruf. Aber dem Aufruf von Herrn Strunz zum positiven Denken kann ich auch ohne weiteres folgen. Denn ich glaube, es ist wichtig, Grenzüberschreitungen deutlich zu benennen und auch nicht einfach so abzuhaken und stehen zu lassen, sondern darüber auch einen Diskurs zu beginnen. Das soll aber nicht den Blick darauf verdecken, dass wir insgesamt, glaube ich, noch sehr gute Voraussetzungen haben für Qualitätsjournalismus und, glaube ich, auch nicht gut beraten wären, nun alles unsererseits zu skandalisieren und hysterisieren. Dafür gibt es keine Notwendigkeit. Es gibt immer wieder herausragende Tendenzen, Entwicklungen und die hatte ich im Blick, als ich die Formulierung gewählt habe, die Sie zitiert haben. Aber wenn man es grundsätzlicher anlegt, muss man festhalten, nach wie vor haben wir doch einen weitestgehenden Konsens über das, was Qualitätsjournalismus ist. Also wenn man es mal nicht wissenschaftlich nimmt, sondern anhand ausgewählter Beispiele benennt, gründliche Recherche gehört sicherlich dazu. Das Hinterfragen, der lange Atem, Objektivität, auch Unabhängigkeit, Fakten einordnen zu können und nicht einfach mit Begrifflichkeiten zu hantieren. Und dass das keineswegs ja verschwundene Tugenden sind, das hat zum Beispiel die Nahostberichterstattung gezeigt, anlässlich der Umstürze, der Umsturzentwicklungen im Nahen Osten, nur beispielhaft. Ich will es deshalb erwähnen, weil das verdeutlicht, was gemeint ist, dass eben nicht jemand hinfliegt und mal eben berichtet aus der Position des Berliners, was da passiert ist, sondern weil eben Journalisten dort ständig sind, vor Ort sind und eben sich auskennen, die Sprache sprechen, die Menschen kennen, teilweise, das ist ja angesprochen worden, auch selber aus den Regionen stammen oder Partner haben, die dort wohnen. Und deswegen glaube ich keineswegs, dass es um den Journalismus insgesamt schlecht bestellt ist. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass
manche der neuen Entwicklungen, die hier angesprochen worden sind, digitale Entwicklung, Social Media und so weiter, sowohl Risiko als auch Chance bieten. Aber vielleicht noch einen Exkurs, weil die Quote jetzt auch schon mehrfach benannt wurde und das ja so das Standardversatzstück ist mancher öffentlicher Diskussion. Also Quote ist für mich keineswegs ein essentieller Bestandteil, um Qualität zu definieren. Man sollte nur Quote auch nicht sozusagen abfällig wegschieben, sondern sie hat ihren Sinn. Sie zeigt uns nämlich, ob wir ein Publikum erreichen, und genau das ist unser Auftrag. Und deswegen ist Quote wichtig, einzig zur Überprüfung, ob wir unseren Auftrag erfüllen. Dieser Auftrag richtet sich aber nicht darauf, nun quantitativ möglichst immer nur ein ganz breites Publikum zu erreichen. Wir machen beispielsweise mit Titelthesen Temperamente, wie ich finde, ein herausragendes Magazin, Kulturmagazin, das niemals zweistellig werden kann. Das machen wir trotzdem mit viel Aufwand, mit viel Leidenschaft, wollen aber auch wissen, erreichen wir innerhalb des uns selbst gesetzten Zieles die Menschen, die wir erreichen können. Und insofern ist Quote wichtig, sonst würden wir nämlich gewissermaßen in den Strohhaufen hineinballern und sagen, das ist auch genug, das reicht uns auch. Ansonsten, die Kriterien, die ich genannt habe, sind ja nicht so dahingestellt, die werden auch überprüft. Die werden intern überprüft, die werden extern überprüft. Wir haben ein internes Qualitätsmonitoring, wo man sich auch innerhalb der Redaktion, innerhalb der Häuser unterhält, war die Sendung, die wir uns jetzt anschauen, genau das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben ein externes Qualitätsmonitoring, wo zum Beispiel Zuschauer damit konfrontiert werden. Was sind ihre Erwartungen an eine bestimmte Sendung? Sind die Erwartungen erfüllt worden? Und das wird sehr genau, sehr akribisch nachgearbeitet. Also das sind auch nicht nur so schöne Formeln, die man einfach mal bei Sonntagsreden in die Welt setzt, sondern das wird auch nachgehalten. Und deswegen glaube ich, dass wir damit nicht ernstlich Probleme haben. Und was die Inhalte angeht, auch nochmal ein Beleg dafür, dass die Quote nicht alles regiert. Wir wissen beispielsweise, dass wir mit einem Angebot im Ersten, wo 44% des Programmes Information sind, nur etwa 33% unserer Zuschauer erreichen. Also es gibt ein deutliches Mehr an Angebot als an Nachfrage. Wenn man es sich also leicht machen würde, würde man sagen, wir müssen auf andere Segmente umstellen, beispielsweise auf Unterhaltung. Das machen wir bewusst nicht, sondern wir versuchen, in diesem Informationssektor noch besser zu werden, mit anderen Formen auch der Publikumsansprache mehr Publikum zu generieren, mehr Publikum zu interessieren. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Ich glaube nämlich, dass wir insofern von der digitalen Entwicklung und auch von der Entwicklung der Social Media etwas lernen können. Dass nämlich, wir haben dort die Möglichkeit der Interaktivität, wir haben verstärkte Möglichkeiten der Partizipation. Und wenn wir eben merken, wir verlieren die Deutungshoheit oder die Menschen sagen uns, ihr sprecht nicht die Themen an, die uns wirklich bewegen, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, um das zurückzutransportieren, um beispielsweise innerhalb politischer Sendungen Zuschauer dazuzuschalten. Das machen wir vermehrt übrigens in politischen Sendungen, sogenannte Wohnzimmerkonferenzen von den Möglichkeiten via Internet und so sich zu beteiligen. Und das hat eindeutig zur erhöhten Attraktivität dieser Programme beigetragen, ganz im Sinne dessen, was wir vielleicht hier als gemeinsames Ziel uns auch vorgenommen haben. Sodass meines Erachtens man nicht sagen kann, es steht insgesamt schlecht um den Journalismus, es geht insgesamt schlecht um die Medien in Deutschland. Wir haben sowohl was Print angeht, als auch was die audiovisuellen Medien angeht, und da schließe ich ausdrücklich auch den privaten Sektor ein, auch wenn ich gelegentlich Dinge kritisiere, die meines Erachtens Fehlentwicklungen sind. Ich glaube, wir haben insgesamt im Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Kontinenten ein herausragend gutes Mediensystem. Nur das ist kein Zustand, der von selbst anhält, der immer weiter so bestehen bleiben wird. Ich glaube, deswegen ist die öffentliche Diskussion so wichtig, wenn wir Fehlentwicklungen feststellen. Aber jeder, der mal in Spanien, in Italien oder gar weiter entfernt liegenden Ländern sich mal Fernsehen beispielsweise anschaut, der kommt doch, glaube ich, ganz, ganz gerne wieder zurück und stellt fest, das sind signifikante Qualitätsunterschiede, und darauf sollten wir auch stolz sein. Das ist ein herausragendes Standortmerkmal, ehrlich gesagt, auch von Deutschland, und das sollten wir nach Kräften bewahren. Herzlichen Dank. Falls Sie Applaus vorhaben, können Sie jetzt den loswerden. Das galt auch schon für die beiden Vorredner. Als die Union den Vorschlag gemacht hat vor ungefähr 12 Monaten, dass wir doch uns
doch, weil es einfach Veränderungen gibt, auch durch die Digitalisierung, mit dem Beruf des Journalisten und seiner Qualifikation auseinandersetzen müssen, haben wir zurückgegriffen auf ein Papier der sogenannten Weizsäcker-Kommission. 1992 hat Richard von Weizsäcker eine Kommission eingesetzt, die sich mit dem Qualitätsjournalismus auseinandersetzte. Und er hat nachher dann am Ende seines Papiers, nach vielen Diskussionen, einen Rat der Weisen gefordert. So ein übergeordnetes Organ, kluger Leute, auch aus der Politik, und das war sein Fehler, die dann nun durch ihre gewissermaßen Weltsicht und ihre Werte noch einmal sagen, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar. Dieses Papier fand nicht, weder in der Politik noch bei den Journalisten, eine Unterstützung. Es ist liegen geblieben und wir haben das aber trotzdem wieder aufgegriffen, weil ich sehr wohl glaube, auch mit manchen anderen in dieser Runde, dass es uns wichtig sein muss, auf den Qualitätsjournalismus stärker als Markenzeichen auch abzusetzen, auch wenn das Bild, das Sie gemalt haben, eigentlich ein wunderschönes für unser Land gewesen ist. Monika Grüters, die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages, möchte ich bitten, auf die Rolle der Politik einzugehen. Sie hat es schwerer als die Wissenschaft. Wenn die Wissenschaft sich mit den Journalisten auseinandersetzt, das akzeptieren Journalisten. Bei der Politik ist das völlig anders. Das ist schon viel schwieriger. Trotzdem, Professor Monika Grüters, bitteschön. Ja, bei der Frage, was hat das Parlament damit zu tun, die haben sich andere auch gestellt. Als wir die erste Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien zu diesem Thema machten, bekam ich einen wirklich trotzigen Anruf. Was maßen Sie sich jetzt an, auch noch darüber zu reden? Das ist unsere Sache, macht ihr euer Geschäft. Gegenfrage meinerseits, hat nicht wenigstens die Öffentlichkeit ein Recht darauf oder einen Anspruch darauf, dass wir uns zumindest mit einem so offensichtlich wichtigen Phänomen als zuständiger Ausschuss, der das Wort Medien sogar im Titel trägt, auch befassen? Wir tun das ja nicht, indem wir Gesetze entwerfen, sondern wir machen eine Serie von 4 Anhörungen mit Experten zum Thema Ausbildung, soziale Lage der Journalisten, zum Thema Digitalisierung und online, wie wird das Berufsbild verändert, zum Thema Freiheit der Pressefreiheit, auch international und so weiter. Wir haben selten oder bisher noch nie eine solche richtige Reihe zu einem Thema gemacht. Das mag Ihnen aber zeigen, wie wichtig uns das ist. Und zwar weshalb? Weil so etwas wie eine vierte Gewalt, als die es ja immer apostrophiert wird, uns die andere Gewalt natürlich zwangsläufig herausfordert, uns in eine Beziehung dazu zu setzen. Und es wird nicht selten der Vorwurf erhoben, es sei inzwischen, hätten wir es mit einem selbstreferenziellen System zu tun, zwischen Politik und Journalismus. Mindestens da geht es uns ja ganz original etwas an. Es gibt natürlich eine andere Zuständigkeits- und Bedeutungsebene. Das ist da, wo wir im öffentlich-rechtlichen Bereich ja schließlich diejenigen sind, die die Gebührenhöhe immer wieder nicht nur festsetzen, sondern damit zwangsläufig rechtfertigen und eine Fürsorgepflicht auch für diese Einrichtung übernehmen. Umgekehrt logischerweise auch für Aufsichtsformate zuständig sind. Wir könnten uns gerne mal darüber unterhalten, warum es nicht möglich ist, hier ist gerade gesagt worden, erinnert worden an die nordafrikanischen Unruhen, dass zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen, wo im Moment ein großer Beitrag im ZDF gemacht wird über das Islamische Museum, keine 20.000 Euro möglich sind, damit das Team mal einmal jetzt vor Ort in den Ländern selber recherchiert, aber in zweistelliger Millionenhöhe Rechte für Fußball zum Beispiel ausgegeben wird. Das ist jetzt nur eine polemische Frage, aber die stellen wir uns und die erwartet das Publikum zu Recht, dass wir sie beantworten, weil wir schließlich diejenigen sind, die die Ausstattung machen. Ich möchte aber zum Thema Kriterien auch für den Qualitätsbegriff noch etwas sagen, weil man das von uns auch erwarten kann. Woran messen wir sie denn eigentlich, wenn wir mit diesen Schlagwörtern umgehen? Und da ist es ja ganz wichtig zu sagen, erstmal der Wahrheit verpflichtet zu sein, zweitens der Öffentlichkeit zu dienen.
immer wieder wird ja auch ein anderes Berufsbild, nämlich das des PR-Managers, in Kontrast zum Berufsbild des Journalisten gesetzt. Hier, der die Partikularinteressen vertritt, ein riesiges, blühendes, sich entwickelndes Berufsbild. Dort immer noch der Aufklärung verpflichtete Journalist. Was stimmt daran, wenn tatsächlich 67% der PR-Produkte tatsächlich 1:1 beim Journalisten am Ende übernommen werden? Ist das wahr oder nicht? Also deshalb nochmal das Thema Wahrheit, das zweite, der Öffentlichkeit dienen, das dritte, Fakten stets verifizieren. Einerseits ist der Betrieb schneller geworden, andererseits haben wir alle denselben Zugang zu ähnlichen Quellen. Wird das wirklich noch gemacht, die Verifizierung? Dann unabhängig von politischen und ökonomischen Interessen sein. Ich sage noch einmal, das Selbstreferenzielle ist ja etwas, was uns mindestens auch angeht. Und natürlich ein Forum für Kritik bieten. Was mir persönlich, letzter Satz dazu, ganz wichtig ist, wir verteidigen diese wirklich, wie ich auch glaube, außerordentlich gute Mediensituation in Deutschland verglichen mit anderen Ländern. Wenn man mal sieht, wie viel Qualitätsprodukte wir, egal auf welchem Vertriebsweg, immerhin haben, und jeder ist ja frei, sie zu nutzen, dazu gehören Profile. Und wir haben ja wirklich eine breite Medienlandschaft, in der es sehr unterschiedliche Profile noch gibt, die ich auch mit so einem eher wertenden Begriff wie Haltung auch mal bezeichnen möchte. Was wir erwarten können, was Sie auch von uns erwarten können, von der Politik. Dann so etwas wie Umgang mit Sprache, das sage ich ja auch als Vorsitzende dieses Ausschusses. Das simpelste Handwerk ist so wichtig und wird so wenig betont, auch wenn es um diese Debatte geht. Und dabei ist es essentiell. Und natürlich das, was Sie, Herr Butkus, mit ethischen Standards gesagt haben. Es gibt diese Kodizes ja alle seit den 40ern, 50ern, 60ern Jahren. Wer kennt die eigentlich noch? Und wir Nutzer ja auch nicht. Wir messen sie dran, ohne aber genau zu wissen, was haben sie als Selbstverpflichtung sich eigentlich mal auferlegt. Also das sind Positionen, an denen wir gemessen werden und weshalb wir als Teil dieser vier Gewalten ja auch immer wieder uns auch in die Debatte einmischen. Und unser Ausschuss versucht das tatsächlich nicht, indem er einem Haltung vorgibt, sondern indem er sich erstmal Informationen bei den vielen Anhörungen aus ihrer Gruppe holt. Und ich glaube, das kann die Öffentlichkeit zu Recht von uns erwarten. Monika Grütters. Nun haben wir bei Ihnen beiden noch nicht den Beifall rausgekitzelt, weil wir doch nicht. Das war nur so ein bisschen. Jawohl! Das war aber nicht aus Pflicht, sondern aus Neigung. Das haben Sie auch gemerkt, so stürmisch wie der war. Es gibt schon zwei Wortmeldungen. Trotzdem würde ich gerne noch zwei Fragen einmal stellen einem Stefan Weichert. Stefan Weichert, bei all diesen provozierenden Titeln seiner Bücher und seiner Publikation schimmert auch immer ein Stück Sorge durch. Er hat eine Stiftung für Qualitätsjournalismus vorgeschlagen. Was steckt dahinter? Dahinter stecken viele Überlegungen, die etwas mit dem Kontext der Medienkritik zu tun haben, den ich auch noch ergänzen möchte zu dieser Qualitätsdebatte. Ich glaube, Medienkritik, medienkritischer Diskurs ist wahnsinnig wichtig und den gibt es auch schon, solange es Medien gibt. Und daraus sind bisher verschiedene Ideen entstanden. Sie haben das eben schon mal erwähnt, die Weizsäcker-Kommission. Es hat da im Anschluss in den 90er Jahren mal die Idee einer Stiftung Medientest gegeben, die auch von der Politik durchaus ernsthaft diskutiert worden ist. Ist bisher nie dazu gekommen. Also eine Stiftung Medientest, die wie die Stiftung Warentest im Prinzip Medien testet und tatsächlich also zusammengesetzt ist aus Gesellschaftsvertretern, also auch von Verbänden, aber auch Journalisten und durchaus Politiker. Das ist sozusagen eine Idee, die immer mal wieder hochschwappte und diskutiert worden ist. Es gibt aber, wenn man sich die Entwicklung in den USA anschaut, ganz andere Entwicklungen, die ich spannend finde. Zum Beispiel gibt es dort jetzt einige Redaktionen, die von Stiftungen gefördert werden. Also man betrachtet hier im Prinzip Journalismus nicht unter Kommerzaspekten, sondern als meritorisches Gut, ja, als eine Art Kulturgut, das sozusagen der Öffentlichkeit dient, der Allgemeinheit dient und deswegen in einer Form auch öffentlich gefördert werden muss, ohne dass die Politik da reingrätscht. Und da hat sich eben ein Stiftungsmodell gefunden. Ich habe
verschiedenste Modelle auch mal diskutiert in der Zeit vor 2 Jahren. Dazu gehörte dieses Stiftungsmodell, dazu gehört aber auch ein Fonds für Qualitätsjournalismus in der Tat. Denn die aktuelle Debatte des Leistungsschutzrechts geht natürlich sehr stark, oder die steht unter sozusagen Lobbyverdacht. Ja? Man möchte sich hier mit den Verlegern gemein machen, weil man auch weiterhin gemocht werden will. Und die Diskussion dreht sich sehr um bedrucktes Papier. Ich finde das falsch. Also ich glaube, guter Journalismus findet in vielen Formen statt. Und daher war mein Plädoyer damals eben nicht, die Verlage zu fördern, sondern ganz generell guten Journalismus zu fördern. Also theoretisch auch ein Blogger, der sich als Journalist versteht, der aus so einem Fonds zum Beispiel eben Mittel beziehen könnte. Kann aber auch ein freier Reporter sein, der mal eine Recherchereise machen möchte für ein halbes Jahr und einfach kein Geld von seiner Redaktion bekommt, der auch dort eben einen Antrag stellen würde und dort gefördert wird. Also es gibt ja schon Recherchestipendien und so von einigen Stiftungen, aber das wird natürlich eher nach dem Gießkannenprinzip und sehr vereinzelt gefördert. Und da würde ich mir eine Stärkung wünschen. Und vielleicht noch ein drittes Modell ist, was die Taz so ein bisschen versucht, also diese Volksaktien, was ja auch bei der ganz gut funktioniert, bei der Taz, aber auch mehr schlecht als recht, wenn ich mal die Bezahlung mir anschaue, der Redakteure dort. Aber auch dies wurde in den USA eben schon weitergetrieben. Es gibt hier kleine Redaktionen, die sich speziell auf Recherchen spezialisiert haben, wo man im Prinzip spenden kann. Und zwar für einzelne Geschichten, für einzelne Journalisten. Der Betrag ist gedeckelt bei $20, also mehr geht auch nicht, damit jetzt nicht Herr Börnsen hingehen könnte und irgendein Projekt mit 2000 Euro fördert, damit irgendwie schön positiv über die Regierungspolitik geurteilt wird. Also sowas geht da nicht, das ist ausgeschlossen. Und ich finde das, also ein Micro-Payment-Modell, so nennt man das, ohne eine Paywall einzuziehen, wie das Hamburger Abendblatt eine hat, wäre aus meiner Sicht auch noch eine Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, spezielle Teile des Journalismus, die unterfinanziert sind durch die Bevölkerung, die gemeine Bevölkerung, gerade im hyperlokalen Bereich, also meine Nachbarschaft, die mich interessiert, auch verstärkt zu fördern. Sollte man mal drüber nachdenken. Herzlichen Dank. Das ist toll, dass man mit einer so Vielzahl an möglichen Alternativen konfrontiert wird, die alle dazu beitragen, dass man gewissermaßen dem Qualitätsjournalismus weiterhin die Tür öffnet. Klaus Strunz, bei der ersten Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien zum Thema Qualitätsjournalismus kam nach der Anhörung jemand auf uns zu, der sagte, es mache ihm Sorge, dass bei den großen Verlagen innerhalb der letzten 3 Jahre von 14.000 hauptamtlichen Journalisten die Anzahl auf 12.000 zurückgegangen sei. Und gäbe es nicht die Möglichkeit, dass Verlage durch Selbstverpflichtung sagen, wir stellen nur noch gewissermaßen hauptamtliche Journalisten ein und bezahlen sie auch nach Tarif? Also, wenn Sie das so einfliegen mit diesem Zahlenwerk, das ich Ihnen glaube, das ich aber gar nicht so parat hatte, dann spricht für den Gedanken etwas. Allein glaube ich, auch leicht abweichend zu diesem Stiftungsmodell, das ich attraktiv finde, bin ich schon noch überzeugt, dass auch Medienunternehmen Marktteilnehmer sind. Und dass wir uns leisten können, was wir sozusagen aus dem Markt finanziert kriegen. Das klingt jetzt nach den ich komme mir selber gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, kaltherzig und so vor. Aber wenn Sie jetzt in den Mediendiensten wieder lesen, dass Aldi, nun nachdem sie im Süden nicht mehr inserieren in Tageszeitungen, es auch für den Norden überlegen, dann fehlen viele, viele Millionen Euro an Einnahmen. Und das wird einen Nachdenkprozess anregen, ob man sich sozusagen seinen Betrieb, den man daraus finanziert, auch seinen journalistischen Betrieb, weiterhin wird so leisten können. Ich glaube, dass wir das Wort, es ist immer ein bisschen seltsam, wenn man sozusagen seinen Chef zitiert, aber die richtungsweisende Erkenntnis, die Matthias Döpfner mal formuliert hat, war ja, die goldenen Zeiten der Zeitung sind vorbei, aber mit Silber lässt sich auch ganz gut leben. Und das ist wunderbar formuliert und trifft aus meiner Sicht den Kern. Jetzt muss man es dann halt nur auch machen. Ja? Also es ist völlig klar, dass die Renditeerwartungen, also so sehe ich es jedenfalls, die Renditeerwartungen aus journalistisch getriebenen Unternehmen in der Zukunft wahrscheinlich etwas demütiger sein müssen, als sie es beim Blick in die Vergangenheit sind. Aber das ist doch nicht schlimm. Also ich meine, ganz ehrlich,
solange Gewinne da sind und solange das Unternehmen im Profitstreben aus dem Markt heraus bestätigt und belohnt wird, muss es sich um seinen Artikel im doppelten Sinne, den es anbietet, herstellen zu können, weiter gute Leute leisten. Da greift schon der Marktmechanismus. Jetzt reden wir mal über Geld. Ich mache einfach mal den Part, ja, Qualität und Geld, wie weit hängt das zusammen? Ich habe auch so mein Grundgefühl gegenüber den Lesern oder Nutzern noch mal ein bisschen neu justiert, weil Professor Weichert hat es angesprochen, wir haben beim Hamburger Abendblatt ja auf unserer Online-Plattform abendblatt.de ein Bezahlmodell, wie das Wort schon heißt und wie wir Journalisten es sozusagen selber immer nachplappern. Ich hasse dieses Wort, weil es ist auch nicht Paid Content, sondern es ist ein Abonnement. Ja, niemand würde, Paid Content gibt es übrigens schon immer, ist die Zeitung, ja, ist Paid Content. Wir haben uns aber einreden lassen und blabbern es in journalistischer, weiß auch nicht, Selbstzerstörungslust immer weiter nach. Also wir haben ein Abo-Modell online eingeführt, da muss man was bezahlen. Und das ist technisch nur schwer zu lösen. Das Problem, dieses Abo-Modell kann geknackt werden über einen Umweg über Google. Ja, also man kann entweder das Abo abschließen oder man schleicht sich über Google ein. Und ich bin schon auch ein bisschen überrascht über eine Qualitätsdiskussion, geführt von denen, die mich jeden Tag bestehlen. Ja, also es ist sozusagen, das ist schon ein ernster Punkt. Ja, also wenn Sie auf inhaltsgetriebenen Plattformen unterwegs sind, die auch eine Bezahlfunktion haben und Sie nutzen die nicht, ja, also sie bezahlen nicht, weil sie sagen, ja, gibt es ja irgendwie auch gratis auf irgendeinem Weg, tun sie unserem heutigen Ziel keinen Gefallen. Und meine These lautet, sich selber als derjenige, der einen Anspruch auf Qualitätsjournalismus formuliert, auch nicht. Ja, da ist jetzt noch ein bisschen Luft drin sozusagen, ne? Weil... können wir auch gerne im Laufe des Abends noch vertiefen, den Anstandsgedanken und so weiter, aber das treibt mich schon um. Also die Debatte um Qualitätsjournalismus, geführt von denen, die Journalismus nutzen, hat auch einen doppelten Boden, wenn man es so betrachtet. Jetzt will ich darüber nicht lamentieren, ich habe mir ja vorgenommen, nicht zu lamentieren, aber es gehört in die Gesamtbetrachtung mit dazu. Ein Wort noch zu dem Stiftungsmodell. Es ist schön und trotzdem fühle ich mich als Journalist wohler, wenn ich mir das Geld aus dem Markt hole. Also, weil ich glaube, das ist hier so diese, es hat was von, es hat, also ich sage es einfach mal, obwohl es nicht blöd klingt, es hat was von Almosen. Es hat was von Almosen und es macht ein Medium nicht gerade stärker. Es ist keine Definition von Selbstbewusstsein. Und wir müssen als Teilnehmer in diesem schwierigen Dreieck aus Wirtschaft, Politik, und sozusagen dem öffentlichen Interesse dienen, einen selbstbewussten Auftritt garantieren können. Und den kann man, glaube ich, am besten garantieren, wenn man sich das Geld von den Leuten holt, die Arbeit, die man anbietet, für preiswert, einen Preiswert erachten. Und den Gedanken würde ich ungern zu früh aufgeben im Vergleich zu einem dann irgendwie auch kuscheligen Stiftungsmodell. Also sozusagen... Ja, ist eigentlich egal, ob wir gut oder schlecht sind. Ja, ich habe irgendwann mal den Satz, der wird mir jetzt nachgetragen, bei einer Netzwerk-Recherche-Diskussion habe ich mal gesagt, wenn eine Zeitung vom Markt verschwindet, war sie nicht gut genug gemacht. Den würde ich heute nicht mehr ganz so sagen, weil ich auch ein bisschen nachdenklicher geworden bin, ob es nicht eine Grundausstattung an Qualität immer geben muss und ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob man es immer aus dem Markt finanziert bekommt. Aber ganz grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass da keine anderen Gesetze gelten sollten, von Grund auf keine anderen Gesetze gelten sollten, von der Grundmentalität her keine anderen Gesetze gelten sollten, als in anderen Marktsegmenten. Okay, das war der. Es gibt keinen Applaus, habe ich damit gerechnet. Klaus Strunz, wir waren eher vor dem abrupten Ende so überrascht, dass wir noch gar nicht in die Gänge kamen, um das nochmal deutlich durch Applaus zu unterstreichen. Die wirtschaftliche Lage ist ja mit einer Voraussetzung für auch das Führen einer guten Zeitung oder für das Führen einer guten Medienanstalt. Wir hatten im Jahr 2000 Werbeeinnahmen bei den großen Verlagen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro. 2009 nur noch 3,2 Milliarden Euro. Dass sich solche Veränderungen dann niederschlagen, auch auf möglicherweise auf die Personalpolitik, auf viele andere Dinge, ist augenscheinlich. Und jetzt eine Frage an
Peter Buttgust. Fast alle Berufe in Deutschland sind geschützt. Nur der Journalist nicht. Der Redakteur ja. Dafür gibt es ein Berufsbild. Er war nicht bei der Vorbesprechung, deswegen haben wir ihn jetzt genommen. Peter Buttgust, halten Sie etwas davon, wenn der Beruf des Journalisten auch geschützt wird? Ich halte ehrlich gesagt nicht sehr viel davon, denn einige der besten Journalisten, die es gab in der Geschichte, haben nicht eine spezifische Ausbildung unterlaufen. Also das steht nicht im Gegensatz durchlaufen. Das steht nicht im Gegensatz dazu, dass wir uns intensiv um eine hervorragende Ausbildung kümmern. Wir haben ja nach wie vor als Zugangsvoraussetzung sehr hohe formale Hürden. Ich denke nur manchmal, wir verwehren zu vielen Quereinsteigern auch den Zugang zum Beruf. Und wenn ich an manche auch historische Gestalten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber natürlich noch viel mehr in den Zeitungen denke, dann wüsste ich nicht, ob die heute noch die formalen Voraussetzungen schaffen würden. Und ich glaube, das kann auch eine negative Talentauslese sein. Also von daher meine ich, man sollte es auch jetzt nicht überformalisieren, weil man vielleicht damit dem Beruf auch einen Bärendienst erweist, ohne es zu wollen. Herzlichen Dank, Peter Buttgust. Ich würde die gleiche Frage jetzt an Monika Grütter stellen, ob sich im Grunde genommen in der Auffassung von des journalistischen Berufs etwas geändert hat, weil man aus ihren ersten Bemerkungen schon spürte, dass sie mit bestimmten Entwicklungen nicht einverstanden ist und dass ihre Grundthese, die sie gesagt haben, es muss mehr Ethik auch aufgenommen werden in das Wertesystem eines Journalisten. Er muss sich dreimal fragen, ist es richtig, und wenn ich jetzt über eine Person schreibe, wie weit anerkenne ich auch die Persönlichkeit selbst und habe Respekt vor dieser Persönlichkeit, auch wenn sie kritisch zu begutachten ist. Diese Frage an Monika Grütters, aber ich habe schon drei ganz ungeduldige Wortmeldungen, und wenn wir die vierte bekommen, dann fangen wir an mit dem Plenum. Sie sind der Erste nachher, Nummer zwei waren Sie und Nummer drei ist auch schon da. Vier haben wir zusammen, Monika Grütters aber zuerst. Ja, ich glaube, was uns alle beschäftigt, ist ein Phänomen, ob man mit einer Entwicklung einverstanden ist oder nicht. Sie ist ja nicht zurückzudrehen, und dann finde ich, sollte man eine sich verändernde Situation auch gestalten wollen. Stichwort Internet, Digitalisierung haben natürlich nicht nur das Berufsbild Journalismus, sondern unsere gesamte Gesellschaft verändert, und das betrifft ja unsere Rolle genauso. Da finde ich, ist das vorherrschende Phänomen diese Beschleunigung. Es hat im Spiegel vor nicht allzu langer Zeit von Dirk Kopjoweit einen Artikel gegeben, der war mit diesem Wort Simultanten überschrieben. Der war so gut, weil er nämlich wirklich etwas beschrieben hat, was wir alle, glaube ich, erkennen, wenn man sich dann darauf eingelassen hat, viele Seiten lang diesen Artikel zu lesen. Der war nämlich wirklich mehrere Seiten lang. Und da ging es darum, mit welch einem Tempo heute von allen, sowohl den Politikern, aber auch den sie begleitenden Journalisten, logischerweise, sie sind ja die das Medium, diejenigen, die das, was sie erleben und was wir entscheiden, an das Publikum herantragen, an die Gesellschaft, an die betroffenen Bürger, mit welch einem unglaublichen Zeitdruck von uns Bewertung und Entscheidung verlangt werden. Und dann die Kommunikation darüber, auch die wieder bitteschön mit einer eigenen Wertung und dem, was ich Haltung genannt habe, als Ganzes. Das ist fast eine Überforderung, und gleichzeitig können wir uns nicht dagegen wehren. Man kann nicht sagen, ich setze mich jetzt mal zurück und denke erst mal ein paar Stunden drüber nach. Denn dann haben andere in der Zwischenzeit aus einer Möglichkeit ein Faktum geschaffen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, mit der wir allesamt fertig werden müssen und wovon das Thema Qualitätsjournalismus wirklich nur eine Facette ist. Und ein zweites Phänomen gehört dazu, nämlich der Zugang zu Quellen. Früher waren die Journalisten, auch der investigative Journalismus für uns, die einzige Möglichkeit, Dinge zu erfahren, von denen wir entweder gar nichts wussten, und da wurde Relevantes von weniger Relevantem unterschieden und für uns wichtig gemacht, oder aber von dem wir ahnten, dass da was nicht richtig ist, und da war man froh, dass das aufbereitet wurde. Heute ist es ja so, dass die Quellen bis hin zu WikiLeaks uns ja alles hereinspülen, ob wir es nun wissen wollen oder nicht.
Und dadurch verändert sich das Berufsfeld, aber natürlich auch das Nutzerverhalten. Und das muss ja auch geübt werden. Das tun wir. Das ist eine Herausforderung jetzt wieder an die Bildungspolitik beispielsweise. Und deshalb glaube ich, dass wenn das dann gepaart ist mit anderen merkantilen Herausforderungen, mit anderen einfach notwendigen Existenzsicherungen, denn das ist ein kommerzielles System in erster Linie mal unabhängig vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann natürlich auch Vorwürfe wie Boulevardisierung kommen, wie Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Also es sind so Eindrücke, die dann natürlich da sind. Ein wesentlich kritischerer, aufgeklärterer Nutzer ja auch gegenübersteht, der sich ja selber eine Meinung auch viel schneller zutraut und anmaßt. Dann glaube ich wirklich, müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass das Gesellschaftsbild, was daraus entsteht, aus diesen zwei sehr relevanten Akteuren von den vier genannten Gewalten, das ist hier einerseits die Legislative und die Repräsentanten der Bevölkerung und dort sind es Sie, die Vermittler, haben wir ein gemeinsames Interesse daran, den Eindruck nicht entstehen zu lassen, das ginge alles nur den Bach runter. Das ist es, glaube ich, nämlich nicht. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Qualitätsjournalismus ist am Ende, den gibt es nicht mehr, sondern den gibt es auch auf anderen Vertriebswegen als denen, die wir uns angewöhnt haben oder den neuen, die wir noch lernen müssen. Insofern noch einmal ein letztes Plädoyer an das, was ich auch einen ethischen Kodex nenne. Ich habe auch Journalisten kennengelernt, die, obwohl sie im Besitz einer mehr oder weniger exklusiven Information waren, sich ehrlich gefragt haben, nütze ich damit mehr und zwar wem oder richte ich damit Schaden an? Also der kritische Umgang mit solchen, das betrifft uns, die ja auch sehr schnell etwas weitergeben, wenn wir was gehört haben. Wir müssen uns das genauso kritisch fragen, aber das erwarte ich von der Gegenseite auch. Und ich finde diesen Anstand, dieses Einüben von ethischen Handlungsmaximen, die betrifft uns beide und da arbeiten wir auch gemeinsam dran. Herzlichen Dank. Nun hatte ich vorschnell schon gesagt, dass vier sich gemeldet haben, die jetzt drankommen. Aber ich möchte gerne mit Ihrem Verständnis aus Klaus Strunz vorziehen. Es pumpte in ihm, habe ich beobachtet. Und genau nach zu dem, was Monika Grüters gesagt hat, er hat offensichtlich eine andere Meinung dazu. Also ich würde Sie nur an einer Stelle etwas desillusionieren wollen, sozusagen durch eine Deformation professionell des Journalisten. Ich glaube, wir dürfen uns nicht fragen, wem es nützt oder schadet. Also wenn eine Information von öffentlichem Interesse ist, dann muss sie publiziert werden und dann muss sich das Publikum darüber eine Meinung bilden, ob es jemandem nützt oder schadet. Alles andere hat für mich, es gibt ein hässliches Wort, das will ich deshalb nicht sagen, aber es hat für mich sowas von einer Selbstbeschneidung bei der Frage. Also wir drehen Steine um, da ist irgendetwas drunter und wir schreiben, was da drunter ist. Und wem das, oder berichten, was da drunter ist. Und wem es nützt oder schadet, ist dann sozusagen eine zweitrangige Frage. Wenn man den Gedanken zu... Es gibt Ausnahmen, ja? Also es gibt Comments darüber, dass man... Wenn Sie einhalten, dann stellen sich die Fragen auch nicht so. Nee, also ich bin an der Stelle wirklich sozusagen also streng wenn puristisch. Auf dem Titelbild ein toter Sportler liegt zum Beispiel, finde ich, dass da wäre die Frage berechtigt gewesen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Die ist berechtigt und man kommt sicherlich auch mit guten Argumenten zu der Auffassung, dass das ein Tabu übertreten hat. Aber wenn man damit anfängt, ist man bei der nächsten Information aus dem politischen Raum, die auch einen in Anführungszeichen Schaden anrichten kann, auch schon in der Klemme. Und ich würde gern da ein sozusagen, ja, aber es wird sehr, sehr schnell sehr, sehr selbstzensorisch, wenn man sich das antut. Ich glaube nicht, dass sich mein total puristischer Ansatz in der Wirklichkeit durchziehen lässt. Ich glaube aber, dass der Gedanke, den Sie äußern, wenn man ihn noch eine Drehung weiterdenkt, den Journalismus auch beeinträchtigt. Ist nur ein Statement. Ich wollte eins noch ergänzen zu dieser Beschleunigung, ja, die Sie sagen, und zu den Veränderungen des Digitalen mit unserem Beruf. Ich habe manchmal das Gefühl, es hat sich überhaupt nichts verändert. Also die Dinge, die für unseren Beruf relevant sind, wichtig sind und von entscheidender Erfolgsbedeutung sind für unseren Beruf, sind gleich geblieben.
Also ich gebe mal ein Beispiel, das erstmal mit Beschleunigung nur am Rande was zu tun hat und dann eins, was mit Beschleunigung ganz viel zu tun hat. Am besten kann man sich das ja an Fehlentscheidungen, die man selber getroffen hat, vergegenwärtigen. In Hamburg gab es vor einiger Zeit mal einen Mord an einem Taxifahrer. Und die Polizei hat dann am zweiten Tag morgens um 11 eine Pressekonferenz gemacht und hat das Foto des Taxifahrers sozusagen zur Veröffentlichung freigegeben, um rauszufinden, wer ist mit dem noch gefahren. Dieses Foto haben wir bei uns auf der Homepage online gestellt und der Artikel dazu ist hinter der, jetzt sage ich es mal, Paywall. Ja? Es ist ein lokaler Stoff, ist Teil des Abos, kann man nur lesen, wenn man Abonnent der Online-Ausgabe des Abendblatts ist. Daraufhin hat die Polizei in Hamburg in einer zweiten Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass das nun eine Eskalation eines neuen Medienphänomens sei, dass man hier mit Fahndungsfotos Geld machen will. Daraufhin bin ich in der Redaktion damit konfrontiert worden, habe gedacht, den Ärger brauche ich jetzt nicht und habe eine Schnellentscheidung getroffen, dass es künftig für uns gelten soll. 2 Stunden steht es, wie man neudeutsch sagt, for free. Und dann geht es ins Abo. Dann bin ich abends, so haben wir es gemacht, dann bin ich abends nach Hause gefahren, Sonnabend, Freitagabend, und auf der Heimfahrt ist mir schon gedämmert, irgendwas ist doch jetzt seltsam. Und dann ist mir eingefallen, es war immer so, das Foto wäre immer auf der ersten Seite einer Zeitung erschienen, der Artikel wäre immer innen gewesen und man hätte die Zeitung kaufen müssen, wenn man ihn lesen will. Es ist nichts neu. Und jetzt komme ich auf Ihre Beschleunigungsfrage. Es gab immer schon einen, der schneller war. Also für Print war immer Hörfunk schon schneller. Wir haben es doch sozusagen in der Hand, ob unsere Standards weiter den Unterschied machen. Und deshalb ist die Formulierung, und ich habe jetzt einmal meinen Chef zitiert, jetzt werde ich ihn auch nochmal zitieren, aber mit einer anderen Auffassung, die Formulierung, die als Antreiberfunktion in die Zukunft gemeint war, online first, hat ein bisschen den neuen Vertriebskanal und seine Geschwindigkeit gehighlightet. Ich würde es lieber Journalismus first nennen. Der zuerst mit der überprüften Nachricht da ist, gewinnt das Rennen. Nicht der zuerst da ist mit irgendwas. Ja, wenn jetzt jemand twittert, dass Herr Strauß-Kahn ein Problem in einem Hotelzimmer hat, 15 Minuten vor allen anderen, und es stimmt dann, Chapeau. Wenn jemand aber twittert, dass bestimmte Mehrheitsverhältnisse bei der Bundespräsidentenwahl wahrscheinlich sind und es stimmt nicht, dann ergibt sich ja da draußen auch ein Glaubwürdigkeitsbild, was man von Twitter-Nachrichten zu halten hat. Und deshalb ist mir da gar nicht bang, wer für eine Medienmarke steht, muss dafür Sorge tragen, dass das, was er unter die Leute bringt, wann, auf welchem Weg und an wen, nach journalistischen Kriterien gecheckt ist. Dafür stehe ich sozusagen als der Markenanwalt, steht die Marke und letztlich dann auch der dafür arbeitet. Und das wird den Unterschied in die Zukunft machen. Davon bin ich überzeugt. Wenn das nicht stimmen sollte, hätten wir ein wirkliches Problem auf Dauer. Also, klar, dass dieses Reizthema jetzt auch dazu führen wird, dass man möglicherweise am Podium selbst noch das vertiefen möchte. Aber jetzt haben wir die Zusage gegeben, dass zuerst einmal noch Fragen an bestimmte Vertreter der unserer Medien jetzt gestellt werden können. Wenn Sie Ihren Namen bitte sagen, Sie können auch Ihre Funktion mitteilen, freie Fahrt, und an wen Ihre Frage oder Ihre Anmerkung geht. Und wenn Sie freundlicherweise das noch aufgreifen würden, wir gehen alle 6 Meldungen erst einmal durch. Bitte schön. Eigentlich ans Podium. Reinhard Kargers, mein Name, ich komme vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich bin wirklich webaffin so gesehen und stehe auch so auf Technologie. Wir diskutieren hier über eine gewisse Zeit, ging es um Qualität, dann ging es um Quantität und um Quote, dann hatten wir so etwas, dann ging es um Qualität, Skandal und Quote. Und der Skandal setzt sich durch, nicht weil die Journalisten so böse sind, sondern weil die Leser das so gerne lesen. Jetzt nochmal der Qualitätsjournalismus. Wir diskutieren, weil wir die Eruption der technologischen Entwicklung der letzten 15 Jahre jetzt feststellen. Sehr viel weniger Geld durch Werbung. Und ich finde wirklich, mir geht das alles nicht weit genug. Und es ist mir alles auch zu sehr verhaftet. Journalismus first, vielleicht Journalisten first. Und deswegen, die gute Nachricht ist, ein technologisches Problem sollte man eigentlich auch versuchen, technologisch zu lösen. Und das passiert hier noch nicht. Professor Weichert, durchaus nicht 20 Dollar Micropayment, das ist schon Big Payment eigentlich, wirkliches Micropayment, tatsächliches Micropayment, so dass ich 3 Cent, 4 Cent, 5 Cent überweisen kann durch den Akt des Lesens. Und das erste Mal seit
wahrscheinlich 200 Jahren oder seitdem es fast Zeitungen gibt, wird der Journalist bezahlt für das, was er tut und nicht der Verleger. Wird der Journalist bezahlt für die interessanten Stories, die er macht und nicht die Zeitung kann nur deshalb lesen, leben, überhaupt überleben, weil sie auf der anderen Seite Anzeigen schalten muss. Weil sie eigentlich Sklave ist der Werbefinanzierung, weil sie eigentlich gar nicht wirklich weiterkommt und weil der Journalismus nicht hat, der Journalist wird nicht bezahlt, sondern die Zeitung lebt durch die Anzeigenkunden. Deswegen, was es noch nicht gibt, aber was wir dringend bräuchten, das wäre tatsächliches Micropayment. Das würde die Verleger vielleicht treffen, das würde die Marken vielleicht treffen, das mag sein, muss nicht sein. Aber es ist eine Chance für jeden Journalisten und wir hatten festgestellt, Journalist ist nicht geschützt, das heißt für jeden, der schreibt und fotografiert. Danke. Herzlichen Dank. Ja. Applaus. Nee. Nein. Hier kommt. Ja, danke schön. Da das, was ich sagen möchte, mein Name ist Jens Micho, ich bin der Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft, komme also aus dem mehr musikaffinen Bereich. Und möchte eigentlich nahtlos an das anschließen, was Sie, mein Vorredner, gerade eben gesagt haben. Und das ist dann noch der Applaus nochmal. Denn es waren zwei, drei, ich bin ja mit einer ganz profanen Erwartungshaltung hierher gekommen, zu sagen, was bitte ist Qualitätsjournalismus? Ich denke, jeder von uns hat dazu seine eigene Meinung, aber kommt hierher, um ganz aufmerksam zu hören, was die Experten dazu sagen. Und ich fand da zwei hochinteressante Ansätze nochmal unterstreichenswert. Einmal Professor Weichert, der von einer Förderung letztlich durch den Konsumenten spricht. Auf der anderen Seite Herr Strunz, der dann sagt, naja, ich habe es aber doch ganz gern, wenn derjenige, der mich konsumiert, mich auch bezahlt. Aber das ist doch die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Dadurch, dass Markenjournalismus eben im Grunde genommen, dass das Qualitätsjournalismus eigentlich nur dann Qualitätsjournalismus da sein kann, wenn man ihn bezahlt, dadurch, dass sie völlig zu Recht feststellen, dass Content größtenteils nicht mehr bezahlt wird, was ich genauso wie Sie bedauere, das führt doch dann dazu, dass das Modell von Professor Weichert einfach kommen muss. Sehen Sie, Herr Butt, Sie können die tollen Sendungen, jeden Abend sitzt man wieder davor, ich bin zwar ein unglaublicher Tatortseher, aber ich liebe auch Titel, Thesen, Temperamente, bloß im Grunde genommen, wenn das kommt, bin ich leider schon eingeschlafen. Ich habe mich mit Götz Alsmann darüber unterhalten, der sagt, es gibt ganz viele, die mir sagen, warum kommst du mit deinem Zimmer frei immer so spät? Ja, es ist doch ganz klar, warum er so spät kommt, weil sie zunächst erst einmal die Sendungen senden müssen, für die sich die Masse der Konsumenten einschaltet. Das ist nachvollziehbar, also ist die Antwort doch eigentlich, wo kann Qualitätsjournalismus noch Qualitätsjournalismus da sein? Dort, wo man ihn bezahlt. Und wenn das dann aber der Konsument, weil er eben halt, wie wir ihn wahrscheinlich nicht belehren können, nicht tut, dann gibt es doch nur noch die einzelne Möglichkeit, dass wir entweder wieder nach einer Staatsförderung schreien, nachdem der Film so gefördert wird, die Musik mittlerweile sogar gefördert wird, also auch noch der Journalismus. Das wollen wir alle sicherlich nicht. Also finde ich das Modell von Herrn Professor Weichert hervorragend. Herzlichen Dank. Sarah, das war wieder keine Frage. Aber es war eine sehr prononcierte persönliche Anmerkung dazu, die uns auch hilfreich sein kann. Sie hatten sich jetzt erstmal gemeldet und Sie waren voller Kopfschütteln, habe ich gesehen, als diese kleine Auseinandersetzung stattgefunden hat zwischen Klaus Strunz und Monika Grütters. Sie haben jetzt das Mikrofon. Mein Name ist Daniela Milutin, ich bin Journalistin aus Köln und Vorstandsmitglied der Neuen Deutschen Medienmacher. Das ist ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund. Ich will aber jetzt nicht dazu alleine was sagen. Ich bin ein bisschen erregt gewesen an dem Punkt, als es um das Foto des toten Sportlers ging. Und da habe ich mich gefragt, was daran bitteschön ist Qualität? Wenn ich quasi effekthascherisch mir ein Foto angucke, was ist der Nährwert? Es ist ein anderer Nährwert, wenn wir darüber reden, wen repräsentieren unsere Medien und wen zeigen sie, über wen schreiben sie und welche Gesellschaft stellen sie dar. Da kann ich schon eher was mit anfangen und das hat auch sehr viel mit Qualitätsjournalismus zu tun. Und ich glaube einfach, dass die Debatte zum Teil sehr stark strukturell geführt wird, zum Teil sehr stark finanziell, was ja auch alles seine Bedeutung und Gründe hat. Aber eigentlich, glaube ich, kommt es darauf an, auch auseinanderzudröseln. Es gibt einmal den medialen Berufsstand, der gefährdet ist. Das ist ein Thema. Es gibt das zweite Thema, es geht darum, was ist die mediale Wirkung von Medien. Dann gibt es die Frage, was ist die mediale Bedeutung und dann gibt es die mediale Misere. Also es gibt ganz viele Bereiche, in denen wir diskutieren können und viel zu wenig, deswegen komme ich wieder auf dieses Bild, dieses effekthascherische Bild, viel zu wenig wird tatsächlich darüber geredet, welche Bedeutung haben eigentlich Journalistinnen und Journalisten. Sie, der Kollege vom Osteuropa-Institut oder beziehungsweise, Sie bauen dort einiges
auf. Jeder Journalismus, jeder nationale Journalismus hat eine eigene Tradition. Und in Deutschland hatte der Journalismus die Tradition, erstmal Demokratie zu lernen, dann die Demokratie aufzubauen. Und heute leben wir in einer globalisierten Welt, wo es darum geht, in der auch noch demokratisch zu bestehen. Und in dem Kontext funktioniert Qualitätsjournalismus und nicht ohne diesen Kontext. Und ein toter Sportler auf dem Rasen hat für mich überhaupt keinen Kontext. Also den kann man zeigen, muss man aber nicht. Die Welt wird nicht dümmer ohne ihn. Und ich glaube, dass man in die Richtung diskutieren muss. Und ich komme nochmal auf Migrantinnen und Migranten. Wenn es 20% in der Bevölkerung gibt, die einen Migrationshintergrund haben, und wenn, was die Wissenschaft ja deutlich zeigt, Migrantinnen und Migranten im Beruf bei Bewerbungen 5-mal schlechter abschneiden mit ihren Bewerbungsmappen, das ist jetzt wirklich wissenschaftlich erwiesen, dann haben öffentlich-rechtliche Medien, aber auch andere natürlich die Aufgabe, dieses Defizit aufzuholen. Und Medien, die quasi nicht mehr die gesellschaftliche Realität abbilden und 1-2% Journalisten mit Migrationshintergrund in deutschen Medien ist gegenüber 20% in der Bevölkerung ein eklatanter Missstand. Das muss geändert werden und da müssen Strategien gefunden werden, wie kann man das aufholen, bildungspolitisch, aber auch medienpolitisch. Herzlichen Dank. Kommt gleich. Vielen Dank, Dietrich von Theen, Axel Springer. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen gleich mal zu widersprechen. Mir ist etwas viel Harmonie in diesem Raum. Also ich finde, dass wir gerade nicht dahin kommen dürfen, darüber zu diskutieren, ob ein toter Spieler auf dem Rasen, das ab den abzubilden, ja oder nein, ob das richtig oder falsch ist. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in dem wir Medien vorschreiben, worüber zu berichten haben und worüber nicht. Ich finde auch deswegen solche Überlegungen, dass sich die Politik, dass sich der Staat über die Regulierung von Inhalten Gedanken macht, sehr problematisch und kann deswegen auch sehr gut nachvollziehen, warum die durchaus sinnvollen und beachtenswerten Hinweise des Bundespräsidenten aus dem Jahre 1992 nicht Wirklichkeit geworden sind. Dass Qualität im Journalismus ein Thema ist, das uns alle angeht und das uns wichtig ist, das steht außer Frage. Und da glaube ich, ist natürlich ganz wichtig, in die Ausbildung zu investieren. Und da haben die Großverlage natürlich eine große Bedeutung, keine Frage. Wir haben zum Beispiel in der Krise nicht Mitarbeiter und Journalisten abgebaut, sondern aufgebaut, zusätzlich eingestellt und übernehmen auch 90% unserer Volontärinnen und Volontäre in unsere Zeitungsmarken. Damit das alles möglich ist, müssen natürlich da noch die rechtlichen Rahmenbedingungen da sein. Deswegen das richtige und wichtige Stichwort Forderung nach einem Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Dass staatliche Steuern oder sonstige staatliche Subventionen dafür geschaffen werden sollen, um privaten, unabhängigen Presseinhalte zu finanzieren, das lehnen alle Zeitungs- und Zeitschriftenverlage rundheraus ab. Und zwar aus dem einfachen Grund, das ist mit unserem Selbstverständnis als freie und unabhängige Presse schlichtweg nicht vereinbar. Wir würden uns vielmehr auch wünschen, dass der von uns dem Grunde nach sehr unterstützte öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hier 8 Milliarden Euro Gebühreneinnahmen bekommt, sehr genau schaut, was er wirklich machen muss, auch in Abgrenzung zu Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, müssen die gleichzeitig alles im Internet machen, was wir auch machen? Wir müssen ja jeden Euro, jeden Cent zunächst mal verdienen, bevor wir unsere Inhalte ins Netz stellen können, während eben halt A&D und ZDF diese wunderbaren Gebühreneinnahmen bekommen. Und wenn ich am Ende möchte ich gerne noch was Provokatives sagen. Gestern in der FAZ stand auf Seite 1 überm Knick, ich glaube, es war der CDU-Generalsekretär Strobel, der diese Frage stellte angesichts der desaströsen Wahlergebnisse in Bremen, aber auch in Baden-Württemberg. Was ist eigentlich die Überschrift dieser bürgerlich-liberalen Koalition in Berlin? Warum soll man diese Bundesregierung wieder wählen? Und da glaube ich, dass das Thema des heutigen Tages ein richtiges und wichtiges ist, das in diese Richtung gehen kann. Wenn sich der nächste CDU-Bundesparteitag mit dem Bildungsthema beschäftigt, da würde ich erwarten, und es wäre mein großer Wunsch an Sie, Herr Börnsen, an Sie, liebe Frau Grütters, dass wir dieses Thema Medienpädagogik und Medienkompetenz sehr viel stärker in den Blickpunkt drücken, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler dazu befähigen,
dass sie sich nicht nur aus einer Quelle, sondern aus mehreren Quellen informieren, dass sie auch bereit sind, bevor sie irgendwelchen Unsinn ins Internet stellen, Geschichten selber auch kaputt zu recherchieren, so wie das auch die Kollegen von den privaten und öffentlich-rechtlichen tun. Und dass man eben halt Grundstandards einhält, die für alle gang und gäbe sind und die ja auch schon beschrieben worden sind. Zum Beispiel auch, dass man sich redigieren lässt, was Blogger ja gemeinhin nicht tun, aber für professionelle Journalisten eine Selbstverständlichkeit ist. Herzlichen Dank. So ein Panel ist doch eine gute Gelegenheit, auch so seine Interessen mal deutlich zu machen und mal mitzuteilen, wie stark oder wie viele Wünsche man hat. Wir haben eine weitere Wortmeldung hier ganz hinten. Sie kommen auch gleich dran. Immer der Reihe nach. Bitte schön. Markus Carbom, Freelance, sonst interessiert ja Bürger und sonst irgendwie auch kein Experte. Aber Qualitätsjournalismus oder Journalismus allgemein ist ja natürlich auch demokratieimmanent. Kontrolle der Regierenden, freie Meinungsäußerung, aber vielleicht ab und zu auch noch mal ein kleines bisschen mehr. Und deswegen die Frage an Herrn Strunz. Zu dem Wunsch, Informationen zu veröffentlichen, damit sich die Bürger auch ein Bild machen können, haben Sie vor einigen Jahren die Mohammed-Karikaturen nachgedruckt. Und wenn Sie Ihre Entscheidung noch kurz begründen könnten, im Sinne einer Wertfrage, ob es ab und zu auch notwendig ist, als Journalist Demokratie aktiv zu verteidigen, auch wenn es mal ein bisschen eng wird. Danke. Herzlichen Dank. Sarah, merkst du, wir kommen wieder in das alte Fahrwasser zurück, glücklicherweise, dass einige Fragen gestellt werden. Ja, das ist aber. Sie sind als Nächster dran, bitteschön. Ich stehe eigentlich ungern auf, weil ich in Leichtgläubigkeit heute zu Jeans gegriffen habe, glaube ich, der Einzige im ganzen Haus. Aber ich bin Dominik Böhr, Politikberater. Ich berate den einen oder anderen Politiker hier auch aus dem Hause und verdiene mein Geld noch ein bisschen als Schauspieler nebenher. Und versuche es ganz, ganz kurz zu machen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, aber die meisten wurden schon genannt. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Herr von der Springerpresse oder Springerhaus, sagen wir so. Oder Herr Strunz hat es auch angedeutet, Sie haben mal den Begriff Mediendienst genannt. Da steckt es hier drin. Wir reden über eine Dienstleistung. Also wenn ich höre, man muss moralisch sein, Moral einfordern, das klingt natürlich immer sehr populär, Frau Güters, ich verstehe das auch. Aber wird man moralisch, indem man es einfordert? Ja, ich habe viele Menschen, von denen ich das fordern würde, bekehrt ist diese Menschen. Welche moralischen Standards sollen das dann sein? Also ich glaube, die Richtung, die Sie angesprochen haben, dass einmal die Dienstleistung qualitativ, aber auch so gut sein muss, dass der Konsument sie konsumieren möchte, das ist einfach unabdingbar. Also und da sind wir im Grunde wieder bei der Quote. Die Quote passt uns immer dann, wenn der Tatort gute Quoten hat. Wenn Deutschland sucht den Superstar gute Quoten hat, dann sind die Leute wieder alle blöd und dann gefällt uns die gleiche Quote nicht. Also es ist natürlich einfach ein Merkmal. Sobald Sie das festlegen wollen, wo die moralischen Grenzen sind, ist es sehr, sehr schwierig. Wenn wir auf ein Bildungssystem achten, wo Menschen im Erwachsenenalter, ich möchte nicht belehrt werden, wenn ich eine Zeitung lese. Ich möchte nicht erzogen werden. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist im Schulwesen, im Schulalltag und habe dann die freie Wahl. Das ist die Vielfalt. Das ist, glaube ich, die einzige Änderung. Herr Strunz hat gesagt, es hat sich wenig geändert. Die große Änderung sehe ich natürlich in der Vielfalt. Das gibt es in Bibliotheken, in Buchhandlungen, im Fernsehen, auch bei Zeitungen. Und wir müssen Qualitätsjournalismus so gut machen, dass er bei den Leuten gut ankommt. Ein letzter kurzer Punkt, Sie haben gesagt, es ging immer wieder darum, muss man den Journalisten, den Beruf schützen. Auch das finde ich sehr, sehr schwierig. Dann schützen Sie den Beruf des Schauspielers, dann sehen wir alle keine Daniel Brühl-Filme mehr und Jürgen Vogel nicht, dann muss Jodie Foster ihren Oscar zurückgeben und es sind unbestritten gute Leute. Und das hat ja auch jemand angedeutet, dass das so einfach nicht geht. Also so ein bisschen diese Jammerei, dass der Mensch halt nicht so gut ist, wie man ihn sich wünscht, glaube ich, funktioniert nicht. Herzlichen Dank. Es gibt also offensichtlich doch ganz deutliche Auffassungsunterschiede. Und auch Journalisten müssen sich die Frage gefallen lassen, müssen nicht auch die Kontrolleure kontrolliert werden? In irgendeiner Form. Aber nicht von der Politik, um das gleich zu sagen. Wir gehören nicht dazu. Aber ich schlage vor, dass wir jetzt, da Sie eine ganze Reihe von Wortmeldungen deutlich oder auch in versteckter Weise sich an Monika Grüters gewandt haben, dass wir mit Monika Grüters jetzt beginnen.
Und dass Sie jetzt auf diese Wortmeldung, die an Sie gerichtet waren, direkt oder indirekt, antwortet. Und da die Frage, wie weit es einen grenzenlosen Bereich geben darf, nochmal darauf zurückgeht, weil Sie das ja auch für sich in Anspruch genommen hat, dass es bestimmte Kriterien gibt, die einzuhalten wären von der Wertehaltung unserer Gesellschaft aus. Monika Grütters hat das erste Wort und dann Peter Puttgast. Also mir ging es hier ein bisschen zu viel darum, Förderung durch den Konsumenten und Qualität ist da, wo man sie bezahlt. Also alles das, was käuflich ist und was von den meisten gekauft wird, hat zwangsläufig deshalb auch mehr Recht. In solch einer Gesellschaft leben wir zum Glück nicht, sondern das, was wir in der Politik als Gesellschaftsmodell, was das, glaube ich, humanste Gesellschaftsmodell der ganzen Welt ist, soziale Marktwirtschaft nennen, nämlich Wettbewerb einerseits mit sozialem Ausgleich andererseits, also einer Verantwortung der Stärkeren auch für das Gesamtgefüge. Das hat, finde ich, in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der die Medien einen bestimmten aufklärerischen Anspruch ja selber auch postulieren, eine Menge mit zu tun. Und das zwingt sie eben nicht ausschließlich nach merkantilen Gesichtspunkten zu arbeiten. Das erwarte zumindest ich von Qualitätsjournalismus. Und darum geht es ja heute Abend. Und dazu gehört natürlich, dass wir in unserem aus gutem Grunde austarierten dualen Rundfunk und Fernsehen und Medienlandschaft natürlich in der Pflicht sind, als Politiker mit öffentlich-rechtlichen Angeboten Minderheiten zu schützen und denen auch ihre Interessen zu ermöglichen, was bei einem reinen Qualität ist, da wo es bezahlt wird, selbstverständlich unter den Tisch fiele. Und Ihnen in Jeans möchte ich nur noch mal entgegenrufen, Moral. Ich in der Tat finde es wichtig, dass wir uns alle an der Debatte beteiligen, was für Wertestandards gelten hier in Deutschland, denn Sie erwarten das von denen, die mit Ihnen Umgang pflegen, auch. Sie haben das jetzt in diesen Moralbegriff gepackt. Ich habe aus gutem Grund von ethischen Standards gesprochen. Und ich denke, wir sind uns hier alle einig, dass Jugendschutz, Antipornografiegesetze, Krankheit, Tod, das, was im Gerichtssaal stattfindet, Kriminalität, Terror, dass das eben ethische und Mindestgrenzen sind, die aus gutem Grund nicht nur ein gesellschaftlicher Konsens sind, sondern rechtlich geschützt sind. Und dagegen haben zum Beispiel diejenigen verstoßen, die Tote auf das Titelblatt tun, die auf einem Sportplatz einen Sekundentod gestorben sind und der hat ein Recht, in seiner Privatsphäre geschützt zu werden in solch einer Situation. Das jedenfalls verstehe ich unter Qualitätsjournalismus. Ich finde es aber richtig, dass wir uns darüber hier auseinandersetzen. Möglicherweise ziehen Sie die Grenze woanders. Aber das ist etwas, was ich glaube, was wichtig ist und was in einer aufgeklärten Gesellschaft, die sich nicht nur einem Interesse, nämlich dem wirtschaftlich Stärksten, sondern einem gesamtgesellschaftlichen Gefüge, was immerhin auch noch sich auf eine Wertegrundlage verständigt hat, da kann man das von einem so wesentlichen Akteur wie Qualitätsjournalisten, glaube ich, erwarten, dass sie ihre Rolle da mitspielen. Dass sie diese Frage unterschiedlich beantworten, ist ja geschenkt. Deshalb bin ich als Nutzerin so frei, mir die eine Zeitung zu kaufen, wohlgemerkt kaufen, und die andere nicht. Ja? Aber trotzdem gehört das zu meinen Standards und zu dem, was ich darunter verstehe. Ja. Herzlichen Dank, Monika Grütters. Peter Puttgast, welche Auffassung von Monika Grütters teilen Sie und wo würden Sie abweichen? Muss ja kommen. So ein Intendant wird auch dazu bestimmt etwas sagen. Ich habe jetzt nicht alle Aussagen daraufhin gescannt und mit Plus- oder Minuszeichen versehen. Nein, ich glaube, an das Letzte anknüpfen, weil das vielleicht auch doch eine zentrale Fragestellung ist. Ich glaube, es zieht sich so ein Missverständnis durch die Debatte, die Rücksichtnahme auf ethische Standards sei irgendetwas, das gleichzusetzen sei oder in der Nähe liege von Zensur und dass gar der Staat oder irgendjemand sonst sich da einsetze. Das ist nun, glaube ich, völlig falsch. Es geht um eine Selbstbegrenzung, Selbstbeschränkung, die im Übrigen auch schon traditionell Bestandteil eines sich selbst so definierenden Qualitätsjournalismus war. Das ist zum Beispiel Rücksichtnahme auf Opfer, das ist nicht Opfer zur Schau stellen, Unbeteiligte nicht zur Schau stellen und so weiter. Und ich will es vielleicht mal an einem Beispiel verdeutlichen, das das Ganze konkreter macht und damit vielleicht auch ein paar Missverständnisse ausräumt. Wir hatten bekanntlich vor einigen Jahren diesen tragischen Amoklauf in Winden. Und da waren uns sehr viele Pressevertreter vor Ort. Es gab sich dann aber eine deutliche Differenzierung im Verhalten.
Wir haben beispielsweise bewusst darauf verzichtet, obwohl natürlich auch der erste Reflex ist, wir sind die Ersten, wir brauchen die ersten Bilder. Und wir haben bewusst darauf verzichtet, junge Menschen, die so erschüttert waren, vor die Kamera zu holen, auch wenn sie vordergründig dazu bereit gewesen wären, weil sie das vielleicht noch gar nicht überblicken können. Wir haben darauf verzichtet, die Angehörigen, die gerade mal ein paar Augenblicke vorher erfahren haben, was passiert ist, dass ihre Kinder tot sind, ja, vor die Kamera zu ziehen und. Andere haben das nicht gemacht und daraus, wir haben auch nie sozusagen uns damit gebrüstet, sondern wir haben uns anders verhalten, weil wir diese ethischen Standards so sehen. Andere Medienbeteiligte haben sich anders verhalten. Daraus hat sich auch eine öffentliche Diskussion entwickelt, die meiner Meinung nach zu früh geendet hat. Man hat es zu schnell irgendwie dann sozusagen zur Seite gewischt. Auch die Behandlung im Deutschen Presserat ist mir ein bisschen zu lasch und zu oberflächlich erfolgt. Da würde ich sagen, da brauchen wir mindestens genauso wie die Debatte heute eine Debatte, wie kann man vielleicht verbindlicher festlegen, wo ethische Grenzen sind oder wo kann man auch Sanktionen vollziehen, die aber gewiss keine von staatlicher Seite sind und die überhaupt nicht in die Nähe der Zensur gehen, sondern das muss ein Command der Presse unter sich sein, der Journalisten unter sich, was gehört sich, was ist in Ordnung, was ist vielleicht gewagt, was ist auch, das kann man nicht sozusagen normieren, es gibt auch immer mal Grenzverletzungen, aber es gibt auch bestimmte Dinge, die einfach indiskutabel sind und ich glaube, das sollte dann auch gesellschaftlich geächtet werden oder im Sinne einer Rückbesinnung auf ethische Standards nochmal klargezogen werden. Ich wollte aber auch nochmal Herrn von Gläden, der das auch so in die Nähe staatlicher Regulierung gezogen hatte, damit verdeutlichen, was gemeint ist und was nicht. Er hatte in einem Nebensatz, weil er die Veranstaltung als zu harmonisch empfand und harmoniegesättigt, nochmal etwas gesagt, was ich ehrlich gesagt schon jetzt 5 Jahre oder 6 Jahre oder 7 Jahre höre. Wir dürfen nicht alles im Netz machen. Herr von Gläden, Sie wissen ganz genau, wir machen auch nicht alles im Netz. Uns ist in einem Verfahren, das uns der deutsche Gesetzgeber in Übereinstimmung mit der Europäischen Kommission auferlegt hat, dazu gezwungen worden, 90% dessen, was wir mal gemacht haben, im Netz wieder rauszuschmeißen. Übrigens gegen heftigsten Widerstand der Netzgemeinde, genau, die sich nämlich mit gewissem Recht eines geistigen Eigentums beraubt hat, das ja nun auch mit den Geldern aller mal finanziert worden ist. Und es ist zudem auch noch festgestellt worden durch viele Gutachten, die einen Haufen Geld gekostet haben, den wir, weiß Gott, besser für die Stärkung des Qualitätsjournalismus verwendet hätten, dass wir keinerlei marktbeherrschende, marktdominierende oder auch irgendwie nur marktlich relevante Basis haben. Zusammengefasst, also ich würde da schon vorschlagen, dass die Verleger nicht die alten Schlachten noch einmal schlagen, die wir schon ein paar Mal durchgegangen sind, am besten noch in der exakten historischen Wiederholung und Schlachtordnung, die wir auch schon mal gekannt haben. Ganz ehrlich, unsere digitalen Angebote sind nicht Ihr Problem, sind weder Ihr publizistisches noch Ihr ökonomisches Problem. Das zeigt im Übrigen der Atlas Springer Verlag selber am allerbesten mit einem historischen Ergebnis, wirtschaftlichen Ergebnis, das seinesgleichen sucht, zu dem ich ihn ausdrücklich, und das meine ich ernstlich, beglückwünsche, weil ich es gut finde, wenn ein deutsches Presseunternehmen Wege gefunden hat, auch in der digitalen Welt zu bestehen. Aber das zeigt ja auch, das ist nun wirklich nicht ihr Problem. Nebenbei gesagt, wenn es so wäre, dann müsste ja in den USA das Eldorado der Verleger liegen, weil dort bekanntlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk nur noch in einer minimalen Funktion vorkommt. Übrigens mit einem Modell, auf das ja schon mal Bezug genommen wurde, der PSP. Das ist kein nennenswerter Player. Trotzdem geht es gerade dort den Zeitungen am allerschlechtesten, was vielleicht zeigt, dass die Wirkungszusammenhänge ganz anders sind und auf die sollten wir uns besinnen und nicht irgendwelche Gegner sich gegenseitig auf der Bühne beschimpfen lassen, die nun wirklich nicht Teil des Problems sind. Und vielleicht ein letztes noch zu der Frage Micropayment. Ich glaube, das ist eine Idee, die einem gefallen könnte. Ich glaube nur nicht, dass sie das Problem löst, solange es eben Player wie Google gibt, solange es Phänomene wie Facebook gibt, wo eben junge Leute sagen, ich gehe gar nicht mehr ins Netz, um mich zu orientieren, denn wenn etwas passiert in der Welt, das erfahre ich von meinen Freunden. Und wie man das sozusagen mit Micropayment-Modellen aushebeln will, ist mir persönlich nicht ganz klar. Und unabhängig davon gibt es noch ein Problem. Journalismus besteht ja ehrlich gesagt nicht darin, dass ich Texte verfasse, die mir gut gelungen sind, elegant und auch noch irgendwie aufklärerisch und dafür kriege ich dann Geld, sondern ich muss ja auch recherchieren, ich muss sehr viel Vorarbeit leisten. Ich muss gar, wenn ich zum Beispiel audiovisuell tätig werde, wahnsinnig viel investieren.
Musik.